Heute möchte ich euch mal eine nachträglich eingebaute Beleuchtung am Rockwheel und am Airwheel X3 vorstellen mit zwei verschiedenen Prinzipien. Als erstes komme ich mal zur Variante vom Airwheel. Und das ist hier ein 3D-Druckteil. Der Kleber hier sieht nicht ganz so schön aus, das kann jeder dann besser machen. Und wir haben hier links und rechts weiße LEDs, die sind in Reihe geschaltet und mit einem Widerstand komplett so ausgelegt, dass man sie an 67,2 Volt anschließen kann, also direkt an den Akku, ohne dass wir große Verluste haben. Und hinten sind rote LEDs, das sind ein paar mehr, aus dem einfachen Grund, weil rote LEDs eine niedrigere Spannung haben und man deswegen mehr LEDs braucht, sozusagen, um die komplette Spannung auszunutzen. Hier ist ein kleiner Schalter und das Ganze ist fast nur von außen aufgebracht. Die Spannung nehmen wir uns hier von der Buchse. Zwei von diesen Pins sind nur belegt. Der vordere hier ist Plus und der hintere hier ist Minus. Und diesen Stecker, den habe ich etwas kleiner gemacht. Den kann man hier festschrauben und der sollte eigentlich auch nicht beim eventuellen Sturz abbrechen. Ja, und jetzt können wir hier das Ganze ein- und ausschalten. Der Trick dabei ist, dass eine LED, nämlich die hier unten, ist eine Blink-LED, die von selbst blinkt. Und da alle anderen LEDs in Reihe geschaltet sind, führt das dazu, dass das Ganze kurzzeitig immer etwas dunkler wird und diesen Blinkeffekt hat. Und wir sparen uns eine aufwendige Elektronik. Ja, das Ganze ist außen angebracht, habe ich ja schon gesagt. Das stimmt nicht so ganz, denn man muss ja das vordere Teil mit dem hinteren verbinden. Und da bin ich einfach beigegangen und habe den Griff leicht geöffnet. Und da reicht es schon, wenn man diese Schraube, diese und diese hier und auf der anderen Seite genauso öffnet oder löst. Auf der anderen Seite sind es quasi die gleichen Schrauben, diese drei wieder. Da kann man den so etwas auseinanderbiegen und das Kabel ist direkt, also ich habe hier ein kleines Loch gebohrt und das Kabel ist dann direkt hier, verläuft hier im Griff außen und kommt hier wieder an. Ja, und wenn man es jetzt wirklich nicht braucht oder transportieren möchte, kann man das Kabel hier einfach einklemmen, dann liegt es hier lose rum und es kann quasi nicht abbrechen. So, ich habe mich jetzt direkt mal aufs Airwheel raufgestellt, dafür ist es ja auch da. Und ich fahre hier im komplett dunklen Kellergang mit der Kamera in der Hand und habe hier keine Probleme, irgendwas zu sehen. Wie gesagt, es ist stockfinster normalerweise hier unten, da ist kein Trick dabei. Das sind wirklich nur diese 3 mm weißen LEDs. Also ich denke, da kann man schon richtig gut was erkennen. Die etwas elegantere Variante habe ich hier beim Rockwheel eingebaut. Und hier haben wir den Schalter und ich kann das ganz bequem von außen ein- und ausschalten. Und die Spannungsversorgung wird intern geliefert. Das Prinzip ist das gleiche. Wir haben hier wieder weiße LEDs für vorne und rote für hinten. Allerdings, das Rockwheel läuft nur mit 57,2 Volt und deswegen müssen wir etwas weniger LEDs nehmen. Und das gleiche gilt auch für hinten. Auch da sind nicht ganz so viele rote LEDs wie bei dem Airwheel. Und es ist ziemlich einfach, das Rockwheel zu öffnen. Es sind lediglich 3 Schrauben hier drunter. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da kann man diesen Deckel öffnen. Man kann die Kabel von diesen Pads quasi durch ein kleines Loch reinlegen. Und man kommt hier zur anderen Seite relativ einfach rüber. Und auf der Platine kann man dann an Plus und Minus das Kabel zum Schalter hinführen und so alles anschließen. Achtet bitte darauf, dass ihr komplett unter Spannung arbeitet, also bitte keinen Kurzschluss verursachen, das hat bei diesem großen Akku wirklich verheerende Folgen. Das Licht ist wirklich gut für diese wenigen und sehr preiswerten 3 mm LEDs und kann hier wirklich tatsächlich was sehen. Es ist vielleicht nicht ganz so hell wie eine Taschenlampe, aber es macht schon sehr breit gefächertes Licht und man wird vor allem gesehen. Das gleiche gilt für hinten. Man kann schon sehen, wie es hier reflektiert. Allein schon nach hinten, dass ihr mir auch glaubt, dass hier wirklich dunkel ist. Ich mache das Licht mal aus. Da seht ihr, hier ist nichts mehr los.
und Licht an. Ja. Und beim Erbe ist es natürlich dann noch etwas besser sogar, weil wir mehr LEDs zur Verfügung haben. Ja, was ich noch auf jeden Fall erwähnen wollte, was ich ganz wichtig finde, es gibt natürlich viele Leute, die irgendwelche Halterungen am Griff haben oder Klettverschluss oder irgendwelche Schrauben. Ich selber habe ja auch diese Messinghülsen hier eingebaut mit dem Gewinde, um was anzubringen. Aber die Erfahrung zeigt eben doch, dass die Sachen früher oder später abbrechen. Gar nicht mal wegen einem Sturz, sondern einfach, wenn sie im Auto transportiert werden oder man legt sie mal falsch hin, ja, oder eben jemand fällt doch damit hin, bricht das ziemlich schnell alles ab. Und diese kleinen Pads hier sind quasi so angebracht, dass hier eigentlich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass hier irgendwas abbrechen kann. Also das ist schon relativ flach. Man sieht es hier von der Seite, ja, da stehen so ganz knapp hervor. Insofern glaube ich, dass hier nicht viel passieren kann. Und wenn man ehrlich ist, dieses ganze Zubehör vergisst man ja auch oft. Und wenn man dann abends unterwegs ist, hat man es dann doch nicht dabei. Und da ist es schon ganz gut, wenn sowas fest eingebaut ist. Das war auch mein Ziel. Es soll auf jeden Fall immer dranbleiben und verfügbar sein. Weil man wirklich, man vergisst es. Es ist einfach, es zeigt einfach die Erfahrung, man wird zu faul, zu träge oder man vergisst Batterien in der Taschenlampe oder was auch immer. Und das Schöne ist hier, man kann dann das Gerät trotzdem ganz normal tragen, ohne dass hier irgendwas stört oder man auf irgendeine Halterung achten muss. Das ist ja schon ziemlich nervig normalerweise. Ja, ich zeige euch jetzt noch kurz die Bauteile und dann könnt ihr zumindest für das Airwheel X3, für das Rockwheel, die Sachen auch direkt bei Shapeways ordern, wenn ihr diesen 3D-Druck möchtet. Er ist nicht sehr kompliziert, aber muss ihr eben haben. Bei den roten LEDs habe ich ganz normale 3mm Standard-LEDs mit 20 mA und 2 Volt verwendet. Man braucht dann für ein Rücklicht eine einzelne Blink-LED und die unterbricht dann den ganzen Stromfluss. Bei den weißen LEDs, da ist die Spannung immer etwas höher, ich glaube so bei 3,2 Volt, 20 mA fließen aber trotzdem. Und diese Buchse ist eine sogenannte Mikrofonbuchse 3-Pin, findet ihr im Internet. Hier ist die abgewinkelte Version. Ich habe meine übrigens aufgeflext und noch etwas kleiner gemacht und mit Heißkleber verfüllt. Vergesst auf jeden Fall nicht eine Widerstandsberechnung. Wählt die maximale Akkuspannung als Grundlage und bleibt ein paar Volt da drunter, sodass, wenn die Akkus alle sind, die LEDs noch leuchten. Und die Schalter, hier ist ein sehr robuster, der ist auch wasserfest, sind etwas teurer, wenn ihr im Internet schaut. Sieht natürlich auch toll aus. Ansonsten die günstigere Variante sind halt diese kleinen schwarzen Schiebeschalter. Die passen dann auch in unseren 3D-Druck hinein und die sind unheimlich preiswert. Die müssen ja keine hohe Leistung schalten, sind so 10 mm lang, breit glaube ich 4 mm. Ja, dann viel Erfolg und ich hoffe, ich konnte euch hier ein paar Anregungen geben.